Hi, hier sind wir wieder und wir haben die drei Energiezellen, die wir brauchen und setzen die jetzt ein. Energiezelle erforderlich, ja. Ich glaube, ich habe jetzt sogar mehr, als wir brauchten. Power on. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt vielleicht einen Hinweis finden. Benutzen. Einträge für eintreffende Schiffe. Ereignis 0, Constellation-Schiff im Anflug. Ereignis 1, Alarm, unbekanntes Schiff, Piraten im Anflug. Ereignis 2, Alarm, unbekanntes Schiff, Piraten im Anflug. Ereignis 3, Constellation-Schiff im Anflug. Okay. Notübertragung. Wie sind wir in den Scheiß reingeraten? Sei mal still. Ich versuche den Graf-Sprungpunkt zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array of Vectera. Denk doch mal mit. Sobald wir aus dem Sternsystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Willst du Lynn etwa sagen, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer ich in der Galaxie habe, Heller. Irgendeiner davon wird schon auftauchen, um ein hübsches Gesicht wiederzusehen. Wir sind verloren. So richtig verloren. Ich hab's. Okay. Wer das auch findet, ich hänge die interstellaren Koordinaten an die Metadaten der Übertragung an. Rettet uns. Ich wiederhole, rettet uns. Okay, das war eindeutig. Ja, gut, dass Barrett dabei ist. Wäre sonst ein Problem gewesen für Hella, glaube ich. Der hat da nicht so die Hoffnung. Aber ja, natürlich retten wir Barrett mit seinem hübschen Gesicht. So. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, zurück zu Lynn und ihr sagen, was wir gefunden haben, wahrscheinlich. Vielleicht hilft sie uns da noch irgendwie bei, aber mitkommen wird's wahrscheinlich eher nicht, oder? Hallo. Guck mal. Hat geklappt. Auch wenn du es nicht gedacht hast. Computer wieder zum Laufen? Mhm. Ich habe eine Übertragung gefunden von Barrett. Was? Zeig mal her. Witzig. Obwohl er noch lebt, will ich ihn nie wiedersehen. Hella dagegen? Okay, ich schick dir die Koordinaten von der Übertragung. Du findest sie, okay? Natürlich. Warum kommst du nicht mit, ja? Hab ich mir schon gedacht. Was? Im Ernst? Ich bin nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie du und Barrett. Doch nach all dem ist ein neuer Beruf vielleicht keine verkehrte Idee. Falls ihr noch Platz für die Überlebende eines Außenpostens habt, können wir reden. Ah ja, komm mit. Ich wusste, sie liegen dir am Herzen, das so oft. Ja, nee, komm hier, danke, Lynn. Es dauert noch, bis Argos mich abholt. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Und hey, falls ihr je Hilfe braucht, bin ich gegenüber einer neuen Tätigkeit nicht abgeneigt. Vielleicht sollte ich Argos Adieu sagen. Geil! Können Sie rekrutieren? Hallo, Lynn! Kostet es was? Du scheinst gut beschäftigt zu sein, Dusty. Wenn du eine kompetente Reisegefährtin brauchst, sollten wir uns unterhalten. Außenpostenverwaltung. Das läuft aus und ein Tapetenwechsel wäre nett. Ich fände es ja ganz cool, sie dabei zu haben. Bist du wirklich bereit, Argos zu verlassen? Nach der Nummer? Definitiv. Ist nur ein Job. Na, krass. Kein Grund, sentimental zu werden. Ja gut, ich meine, sie hat ja schon eine ganz gute Position, ne? Aber wenn sie das so sieht, wäre es für dich okay, für mich zu arbeiten? Damit komme ich problemlos klar. Schlimmer als für Barrett zu arbeiten, kann es nicht sein. Wie kannst du mir helfen? Wenn du mir einen Außenposten zuweist, optimiere ich in Windeseile das Produktionstempo. Aber ich kann mich auch auf andere Weise nützlich machen. Ich kann mit Sprengstoff umgehen und werde mich nie über schweres Gepäck beklagen. Ah, das hört sich gut an. Du wärst die perfekte Reisebegleitung für mich. Komm doch mit. Ja, ich guck mal, was wir ihr zahlen müssten oder so. Ist okay für mich. Ich mache jede Arbeit. Sag mir nur, wo du mich brauchst. Da müssen wir gar nicht. Geil. Crew kann gelandeten Schiffen überall zugewiesen werden. Aktuell keine Auftrag für Vorarbeiter Lynn zuweisen. Hä?
Sarah ist auch nicht zugewiesen. Okay, die können wir irgendwie nicht. Keine Ahnung. Die müssen wir vielleicht einem Außenposten dazu weisen, aber ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon können oder so. Aber sie haben wir auf jeden Fall in der Crew mit drin. Rekrutiert ist sie. Dann können wir das wahrscheinlich jederzeit machen, wenn sich da irgendwas ergibt. Aber mit den Außenposten, da bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht drin. Also keine Ahnung, ob da vielleicht noch mal was zu kommt oder ob ich mir das selbst irgendwie aneignen muss. Captain, hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Jo, danke Vasco. Okay, cool. Ja, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Sind wir drauf los. Bin mal gespannt, wo es uns diesmal hin verschlägt. Ich räume nochmal gerade hier den Kram rein, den wir gerade gelootet haben. So, hab alles ausgeräumt. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg. In das Sternsystem, wo sich die beiden befinden. Wo sie, weiß ich nicht, wurden die jetzt von dem Pirat irgendwie ein Piratenschiff mitgenommen? Oder was ist da passiert? Weiß man halt noch nicht so richtig, ne? Da fragen wir doch mal unseren Questmarker. So. Dann müssen wir hier wahrscheinlich wieder raus. Ah, nach Altair, guck mal. Das ist ja interessant. Weil da mussten wir ja eh auch hin. Treibstoffverbrauch. Frachtraum haben wir bis 450. Das ist gut, da haben wir noch viel frei. Ich weiß halt nicht, wo wir das auffüllen können. Grafantrieb hat 2, ist gut. Wieder ein erfolgreicher Sprung! Dir ist kein Weg zu weit, Captain! Bruder, eine Nachricht! Kolonisten im System! Notfall! Kommt zu meiner Farm! Hier spricht Forschungsposten U309 an alle Schiffe des Freestar Collective. Stehen unter heftigem Beschuss. Feindliche Spacer überrollen uns auf Altair 2. Ich weiß nicht, wie lange unser Außenposten noch durchhält. Wir haben nicht viel Zeit. Private Mahoney out. Wo müssen wir da jetzt hin? Die habe ich jetzt markiert, oder? Nee, das habe ich nicht markiert. Hä? Habe ich die nicht gerade markiert? Ich suche die mal gerade raus. Das ist, glaube ich, das hier, oder? Lande am Forschungsposten U309 auf Alter E2. Die möchte ich markieren. Und wo muss ich jetzt hin? Mal hier Richtung Marker drehen. Naja, ist zu weit weg, oder? Mach ich mal hier gerade die Map nochmal auf und gucke. Das ist Finde Barrett und Hella, aber was ist denn das andere da jetzt? Was ich markiert habe. Hier. Was ist das? Ja gut, es läuft uns nicht weg, oder? Hoffe ich mal. Wir gehen dann jetzt erstmal hier auf Victoria. Because wir müssen halt... Wir müssen halt Barrett auch retten. Wir können es nicht aufteilen. Ja, wir können so nur eins nach dem anderen machen. So, dann landen wir. Landestützen bereit. Bremsraketen aktiv. Ich muss mal ganz kurz auf die Sternkarte. Ich glaube, ich habe den Planeten nämlich jetzt nicht gescannt. Ah doch, der wurde irgendwie von selbst angescannt oder was? Ressourcenanzeigen können wir ja schon machen. Ist ein Eisplanet. Schwerkraft 0,1 G, Temperatur eisig. Aber sonst auch wieder nix. Okay. Ja, es hat auch so eine Eissonne da, ne? Gut, dann verlassen. Okay. Hallo. Hi, Vasco. Hä? Ich bin überhaupt nicht richtig hier, oder?
Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich bin doch gar nicht richtig hier. Aber ich musste da doch landen, oder nicht? Nee. Wie weit ist das weg? Kann man das sehen? Kann ich sehen, wie weit das weg ist? 400 Meter. Aber hätte man da landen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss schon hier landen. Aber wir sehen es auch ja von hier schon ein bisschen, ne? Hier gibt es auf jeden Fall drei Ressourcen, die wir dann scannen können. Immer das hier ist. Aua! Giftgas! Der Schutz eines Anzugs ist erschöpft. Du erleidest Umgebungsschaden. Aber wie kriege ich denn wieder Schutz auf meinem Anzug? Verringert meine maximale Gesundheit. Entferne Umgebungsschaden in Schiffen, Außenposten und an Orten, an denen du dich entspannen und unbeschadet atmen kannst. Okay. Ja gut, dann müssen wir halt jetzt kurz durch. Aber wie kann man denn den Schutz auf dem Anzug erhöhen oder wieder aktivieren oder was auch immer? Muss ich dann immer den... Ich muss wahrscheinlich dann darauf ein bisschen achten, für was die Anzüge Schutz haben und den jeweiligen auswählen, oder? Okay, Kupfer gibt's. Und hier ist das Raumschiff. Das sieht auch nicht mehr so gut aus, ne? Da raucht's auf jeden Fall ordentlich raus. Gucken wir doch mal, was wir hier vorfinden. Das ist heller. Reden. Oh, hey, du bist es. Ich dachte schon, irgendein Pirat will mir den Rest geben. Ich Glückspilz. Ja, voll der Glückspilz. Kann ich ihn verarzten erst? Würde ich gern machen. Nee. Ist schon in Ordnung. Ich sollte mich nur nicht zu viel bewegen. Bei all den Schmerzmitteln und Medis gegen Übelkeit. Du solltest uns helfen lassen. Warum solltest du sinnlos leiden? Als man uns auf das Piratenschiff schleppte, hatte ich Todesangst. Barrett, so... Sorry, Bruder. Ich hol uns hier raus. Vertrau mir. Er hatte also einen Plan? Nichts. Was diesen Namen unbedingt verdient. Okay, es erklärt nicht den Absturz. Ja, was da passiert? Oh. So komme ich noch. Er wollte, dass wir einen Kampf anzetteln, damit die Piraten denken, sie müssen eingreifen, bevor einer von uns stirbt. Hä? Er brüllte, der Junge ist ein Killer. Wie soll ich mich gegen diese Zähne zur Wehr setzen? Der beißt mir das Gesicht ab. Hätte nicht gedacht, dass es klappt, aber sie kamen tatsächlich. Dann ging das Handgemenge los und Barrett griff nach einer ihrer Waffen. Der hat auf etwas geschossen, das er nicht hätte schießen dürfen. Bingo. Er schoss den Piloten in den Rücken und direkt in die Flugsteuerung. Wir stürzten wie ein Stein aus dem Orbit. Scheiße. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, grinste er mich an, als wäre nichts gewesen. Du hast die Party verpennt, Heller. Da rette ich dir mal den Hintern und du bekommst es nicht mal mit. Dann machte er diese Schussgeste mit dem Zeigefinger. Er hat den Abschuss wirklich ohne einen Kratzer überstanden? Nicht. Er hielt sich die Rippen, hatte leicht Schlagseite. Okay, also geht's ihm vielleicht auch nicht ganz gut. Aber Barrett ist nicht hier, ich muss ihn finden. Oh, stimmt. Damit hätte ich anfangen sollen. Die Schmerzmittel vernebeln alles. Zum Glück tauchte dann ein Schiff auf.
Doch dann sah ich, dass es zur Crimson Fleet gehört. Und dann meinte Barrett, ist schon in Ordnung. Ich krieg das hin. Er murmelte ihnen etwas zu. Dann waren sie weg. Er hat bestimmt auch Überzeugungsskill hoch. Sie haben ihn? Warum? Ich habe nicht alles mitbekommen. Aber es geht wohl um Lösegeld. Na toll. Die Crimson Fleet hat ihn schon wieder. Ich war nicht die ganze Zeit wach, aber ja, schätze schon. Vor ihrem Grabsprung empfing ich ein Signal. Muss Barrett gewesen sein. Ich konnte es mir noch nicht anhören. Hier. Hey, ich sollte mitkommen, oder? Sonst bist du ganz alleine. Ja, wir bringen dich wieder zurück, oder? Bringen wir dich auf die Füße. Ja, Hauptsache, ich muss erstmal kein schweres Gerät bedienen. Gib mir eine Sekunde. Das Schlimmste sollte... Ja, das wird schon. Wird schon. Jetzt kann ich wieder Sprüche reißen. Gib Bescheid, wenn du los willst. Ja, komm mit, ey. Aber vielleicht bleib doch lieber einfach auf unserem Schiff. Hast und ruh dich aus. Hast du noch Platz für mich auf deinem Schiff? Ich muss von diesem Felsen runter. Ja, lass ihn nicht hier. Ist er wirklich in der Verfassung, um zu reisen? Er muss ja, oder? Keine Sorge, ich bin hart im Nehmen. Die Schmerzmittel wirken. Nach einem kleinen Schläfchen bin ich wieder in Schuss. Ja, genau. Muss ein bisschen pennen. Hast du irgendwelche Fähigkeiten, die zu meiner Crew passen würden? Aber sicher. Ich kenne mich mit entlegenen Außenposten so gut aus, dass ich ihre Materialproduktion optimieren kann. Und falls du einen Mining-Experten brauchst, bin ich dein Mann. Ja, komm mit. Da bin ich aber erleichtert. Ich dachte kurz, du lässt mich zurück. Was steht heute auf dem Plan? Okay, ja, den können wir dann wahrscheinlich auch nicht zuweisen erstmal, ne? Genau. Aber ist ja nicht so schlimm. Hör die Notübertragung 02 an, das machen wir auf jeden Fall. Die ist dann wahrscheinlich in meinem Inventar, oder? Boah, da müssen wir mal gucken mit dem Anzug. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Bei den Notizen? Die sind von Barrett? Nee. Notübertragung 2 hier. Du hast der Fleet jede Menge Ärger bereitet, Barrett. Hey, seit wann ist es denn Ärger bereiten, wenn man sich einfach nur gegen Angriffe wehrt? Hey, Pilot, kannst du deinen Arm ein bisschen nach links tun? Ich sehe die Instrumente nicht. Nicht bewegen! Er will unser Ziel herausfinden. Wahrscheinlich überträgt er gerade die Unterhaltung, während wir noch im Orbit sind. Ah ja, ich dachte, das wäre recht offensichtlich. Okay, okay. Weg mit der Waffe. Ich bin fertig, siehst du? Meine Netzhäute sind nicht auf die Konsole gerichtet, sondern auf die tolle Sicht ins All. Fesselt ihn! Auf der Basis amüsieren wir uns dann. Oh Mann, ey. Okay, aber wir haben, was wir brauchten. Reise nach Bessel 3. Okay. Wo ist denn mein Raumschiff? Hilfe! Scheiße, ey! Hier springt aber gar nicht gut. Was ist denn hier mit der Schwerkraft los? Ist unser Schiff da, ja, oder? Ist unser Schiff. Dann gehen wir mal zurück. Das wollen wir natürlich nicht, dass unsere Gesundheit hier jetzt die ganze Zeit runtergeht oder so. Ja. Aber wie dolle verringert die sich denn da jedes Mal? Und warum bin ich jetzt so langsam? Warum kann ich nur so lahm? Hier kann man echt nur lahm laufen. Oder? Nee. Okay, geht auch. Ja. Damit müssen wir uns dann, muss ich mich da mal beschäftigen hier mit dem Umgebungsschaden. Wir haben halt vielleicht gerade nichts gegen radioaktiven Schutz an. Und deswegen tut uns halt dann alles weh.
wenn der jeweilige Planet halt die Strahlung halt hat oder so, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Das heißt, wir bräuchten vielleicht halt verschiedene Anzüge, die wir uns ins Schiff legen müssen, je nachdem, wo wir landen. Und ausrüsten können. Nö, danke, Vasco. In einem Außenposten wäre ich besser eingesetzt. Ich weiß, Lin. Hey, ich habe aber gerade keinen. Draußen ohne mich. So, dann haben wir die alle dabei. Mann, das Schiff wird langsam echt voll. Ich weiß nicht, wie viel wir tragen können oder wie groß unsere Crew sein kann. Aber dann heben wir wieder ab. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal bei diesem Forschungsaußenposten vorbei, wo wir dieses Notsignal empfangen haben. Kurs festlegen nach Altier 2, ja. Dann reisen wir mal da nochmal kurz hin. So, wo müssen wir denn landen? Ich kann den Planeten auf jeden Fall scannen. Da gibt's tatsächlich auch wieder Flora und Fauna. Hier. Da wollen wir landen. Landung initiiert. Schön langsam. Könnte Private Mahoney. Dann wissen wir schon, worauf wir uns auf die Suche machen müssen. Aber hier wird bestimmt auch, hier werden bestimmt auch Gegner sein. Bin mal gespannt, wie es hier mit unserem Anzug ist. Oh. Ja, da geht's gleich los. Oh. Nee, jetzt lad doch nicht jetzt nach. Ich krieg die von hier teilweise gar nicht. Mann, Vasco. Sarah, du musst aber durchhalten. Wo ist da der Gegner hin? Da, tschüss. Da hinten ist noch einer. Da gehe ich hoch. Kriege ich wieder nicht, weil er sich da hinten irgendwo verbarrikadiert. So, drauf da. Okay, und da hinten in der anderen Richtung sind noch ein paar. Na, haben uns natürlich auch auf den Weg. Okay, beweg dich bitte. Aber der Anzug scheint hier wieder okay zu sein, oder nicht? Der ist schon ein bisschen, der ist Level 14. Jetzt bleib stehen. Wo ist er hin? Wo ist denn er jetzt hingerannt? Keine Ahnung. Wo bist du? Also sie verschwinden einfach. Wo sind denn jetzt die? Da sind noch drei. Aua. Es sind noch drei übrig. Da steht er doch wieder. Oder? Nee. Ach, da oben ist einer. Mein Gott. So. Okay, aber es sind noch zwei. Wir müssen aber, ich muss mal wieder nach der Munition hierfür gucken. Ja, aber wo sind denn die übrigen zwei jetzt? Steht da oben einer drauf vielleicht? Nee. Weil der wird ja auch, wenn wir dahinter stehen, in die Richtung angezeigt, oder? Was seid ihr? Oh, da ist er. Ja, hast gedacht, dass du dich da verstecken kannst, ne? Hast du gedacht. So. Und der letzte hier, ist der drinnen oder steht der irgendwo da hinten rum? Hier geht's auch noch lang. Ich denke mal, der müsste auch hier draußen wahrscheinlich noch irgendwo stehen, oder nicht? Nein? Okay, dann vielleicht auch nicht. Kobalt. Ah, nehm ich doch mal mit, ne? Das können wir bestimmt gebrauchen.
Space Trucker? Wo bist du denn? Müsst hier draußen irgendwo sein. Hier war gerade irgendwo Argon. Wo denn? Da hinten irgendwo. Hier ist Lithium. Also hier sind lauter Elemente drin, die wir noch nicht haben. Ist auch ganz nice. Argon haben wir, glaube ich, auch noch nicht gescannt. Wolfram. Silber. Können wir bestimmt alles gebrauchen zum Craften. Okay, sehr gut. Dann loote ich gerade nochmal hier draußen. Und gucke, ob wir noch was finden. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wobei, ich habe es mir anders überlegt. Wir gehen jetzt hier rein und finden Private Mahoney. Ich loote einfach am Ende alles. So. Anscheinend müssen wir hier in den Keller. Frage ist natürlich, wie wir da hinkommen. Jetzt sind auf jeden Fall tote Spacer. Können ja hier einfach mal aufmachen. Müssen wahrscheinlich irgendeine Treppe runter. Meine Güte. Warum treffe ich die wieder nicht richtig? Treffe immer nur die Tür. Noch mehr hier? Irgendwo ja. Muss hier runter, aber ne? Ja, du rennst ums Eck. Toll. Du bist erledigt. Okay, haben wir? So. Dann gucken wir mal. Hier müssen wir rein. Das bist du, oder? Ach, was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brülle. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet. Aber mir ist gerade alles recht. Was machst du in einer Putzkammer? Als sie in der Funkzentrale ankamen, blieb nur noch ein taktischer Rückzug in... die Putzkammer. Ich Verstehe. Bin nur froh, dass ich noch lebe. Ja, ist doch gut. Hier, wir nehmen mal Vanguard, Captain. Du musst dich wohl bei der UC Vanguard bedanken. Der was? Kann die Sache noch eigenartiger werden? Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO. Aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die... dass ich das mal sagen werde. UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig, siehst du Marines, nicht schießen. Das sind unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass die UC und das FC je zusammenarbeiten würden. Die Zeiten ändern sich wirklich. Ah, ist doch gut. Verstanden Marines gut, besser böse. Roger, das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich. Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Sprich mit, Lesama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und, du weißt schon, steht. Kannst du mir eine taktische Übersicht geben? Als Torres alles abgeriegelt hat, war ich bei Lesama und dem Doktor im Sicherheitsbereich. Wir sind nicht mehr rausgekommen. Ich weiß nur noch, dass Torres im Komplex gekämpft hat. Irgendwo. Die Marines haben den Hintereingang bewacht. Keine Ahnung, was mit ihnen ist. Aber die Info ist alt. Mehr hab ich nicht. Scheiße. Ja, ich sorge für die Sicherheit der Krankenstation. Wir geben unser Bestes. Du bist der Hammer. Danke. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was. Erledige die Spacer vor der Krankenstation. Sprich mit Lesama. Okay. Ja, machen wir. Aber machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.